Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist heute endlich die Look Fantastic Beauty Box bei mir eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Sammy. Sammy ist natürlich auch mit dabei, denn ihn interessiert natürlich auch, was sich in dieser wunderschönen, pinken Edition von der Look Fantastic Beauty Box verbirgt. Es ist die Valentinstags-Edition, beziehungsweise die Februar-Edition. Wenn man den Deckel abmacht, sieht das Ganze so von innen aus. Hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und hier haben wir die Look Fantastic Beauty Box, das Seidenpapier und den Klebe können wir einmal öffnen. Okay, und hier haben wir dann auch tatsächlich den ersten Blick in die Box. Oh cool, als erstes haben wir hier ein Beauty Eye drin, ein Wonder Complexion, nein, ein HD Wonder Complexion Sponge. Das ist dieser hier von Brushworks. Von Brushworks habe ich eine Wimpernzange, die ich total cool finde. 3-in-1 Design, High Quality, Latex Free. Mhm. So, ist natürlich unfassbar viel Verpackung für einen Schwamm, aber das hast du halt oft leider, ne? Okay. Fühlt sich recht hart an, wenn ich ehrlich sein darf, ne? Also nicht so weich wie ein Real Techniques Schwämmchen, aber auch nicht so hart wie ein Ebelin Schwämmchen oder ein Essence Schwämmchen, was ich letztens mal hatte. Das ist hier unten sehr, sehr klein. Also ich muss den wirklich in Anwendung, also ich muss es testen, weil der ist auch so abgerundet, also so richtig rund, weil das ist irgendwie hier unten kleiner. Das ist irgendwie schon ein bisschen anders als Schwämme, die ich normalerweise hier so habe. Rosa ist natürlich ein Traum, ne? Da will ich ja gar nichts zu sagen. Ne, die Spitze, die oben ist, ist jetzt nicht unbedingt ultra fein. Also fühlt sich ganz schön an, aber ich kann jetzt auch nicht irgendwie sagen, wow, das ist jetzt die unfassbare Erfindung des Jahrtausends. Ich weiß nicht, ich habe jetzt hier einen auf dem Tisch. Das ist hier einer von den Amber-Schwämmchen. Den kann man nämlich bei Amazon kaufen, kann ich auch mal unten verlinken. Und wenn ich jetzt mal mit gleichem Druck drücke, ne, lässt sich der definitiv besser eindrücken. Also das Amber-Schwämmchen ist viel, viel weicher und ich liebe die Amber-Schwämmchen. Und das ist jetzt sehr, sehr hart. Also das muss ich jetzt in nächster Zeit mal öfters testen, weil ich mag das eigentlich nicht so gerne, wenn ich brettharte Schwämmchen habe, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich dann quasi mein Gesicht verhaue. Will ich ja nicht, ne? Jo, aber das müssen wir mal gucken. Er fühlt sich aber weich an, er fühlt sich schön an. Wir müssen mal gucken, aber ich bin jetzt nicht geflasht, muss ich gestehen. Dann haben wir hier ein Produkt von Esper. Esper ist eine recht hochpreisige Marke. Natural Beauty Inner Calm Detoxifying Body Oil, ein Körperöl. Das sind 15 Milliliter, das ist ja niedlich, Leute, ne? Aber Körperöle finde ich jetzt gerade im Winter, in der kalten Jahreszeit, mega gut. Weil meine Haut das auch einfach braucht, ne? Die schreit wirklich nach Feuchtigkeit und, ne? Mach mich wieder schön und geschmeidig. Gerade so die Ellenbogen sind bei mir immer, sieht man auch, die sind ganz rot, ne? Sind bei mir eine ganz harte Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes. Also sie sind wirklich trocken. Übrigens, falls ihr euch fragt, was ich hier gemacht habe, nachdem ich mich hier ja, man sieht es ja irgendwie immer noch so ein bisschen, ne? Mit einem Ordner angelegt habe, habe ich mich hier mit meinem Eierkocher angelegt und verbrannt. 1A. Läuft bei mir, ne? Denkt nicht drüber nach. Genau. Detoxifying, weiß ich jetzt nicht, worauf das abzielt. Was ich bei diesen Esper-Produkten richtig schön finde, ist, dass das hier aus Glas ist. Also Esper ist eine sehr hochwertige, hochpreisige Marke. Und das hier oben scheint irgendwie so, das fühlt sich auch so ein bisschen an wie Stein, wie Marmor. Also es ist garantiert nicht, also es ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, Glas mit irgendwas drin gedönsen, ne? Es riecht wie irgendwas ganz Frisches. Boah. Aber auch ein bisschen wie Putzmittel. Na, es ist ja schon offen, dann kann ich jetzt hier mal ein bisschen was auf meinen Arm geben. Habe ich jetzt hier natürlich das Öl, ne? Dann mache ich das mal. Ach komm, was soll's? Wo mache ich das denn hier? Okay. Weil ich natürlich dadurch, dass ich mich hier verbrannt habe, auch sehr trocken bin. Ich creme das natürlich den ganzen Tag über ein, aber es ist halt trocken. Also den Duft mag ich nicht. Überhaupt nicht. Das riecht echt nach irgendeinem Putzmittel. Aber es ist halt jetzt auch, ne, so ein bisschen ölig.
ich denke, dass es natürlich ein bisschen einziehen muss und dann kann man sich auch anziehen, weil das ist halt das, was ich bei Body Oils manchmal als Problem habe, dass du einfach dann dich fühlst, als hättest du dich mit Margarine eingeschmiert. Wobei, nee, das zieht ganz gut ein. Ja, ne? Ist eine ganz coole Geschichte. 15 Milliliter ist eine kleine Größe, aber das ist dann halt quasi, dass du das so saisonal verwenden kannst, weil von Body Oil verwendest du ja auch nicht allzu viel, sodass du damit dann vielleicht auch einen Monat oder so hinkommst. Also dementsprechend, das passt schon. So, als nächstes haben wir hier dekorative Kosmetik, das finde ich ja großartig. Und zwar haben wir hier ein Mini-Produkt von Illa Masca. Das ist Anti-Matter Lipstick oder Anti-Matter Lipstick in der Farbe Bang. Okay, ich hatte jetzt letztens in der Look Fantastic in diesem chinesisches Neujahr-Special-Gedönsen auch von Illa Masca einen Lippenstift drin, aber das war, glaube ich, ein roter Lippenstift. Ich guck mal eben nach. Genau, das war die Farbe Rocket nämlich gewesen. So ein pink schimmernder Rotton. Das war aber eine Full-Size-Größe und jetzt haben wir halt die Probegröße. Ja, das ist halt so ein klassischer Nude-Ton, ne? Das ist jetzt nichts super Aufregendes, noch nichts, was jetzt irgendwie noch nie da gewesen wäre. Ja. Ne? Ist ein schöner Ton, ist definitiv ein sehr, sehr tragbarer Ton. Deswegen finde ich das klasse, dass er mit drin ist. Und nicht irgendwie sowas Lilanes, Pinkes, Außergewöhnliches. Finde ich gut. Finde ich richtig, richtig gut von der Farbe her. Das ist klasse. Und das ist halt auch wirklich was für einen Valentinstag. Ne? Also, dass du halt, du kannst natürlich auch mit roten Lippen dann dich fertig machen und schick machen. Aber da würde ich eher sagen, Valentinstag ist eher ja auch so ein bisschen natürlicher. Ne? Deswegen finde ich cool. Ja, und wenn auch du vielleicht dir die Look Fantastic Beauty Box abonnieren möchtest, kannst du gerne meinen Code hier verwenden oder unten in der Infobox mal vorbeischauen. Da bekommst du die dann halt etwas vergünstigt. Und ja, ich sammle dadurch auch ein bisschen Punkte und kann dann vielleicht auch mal die ein oder andere Special Box mehr bestellen. Okay, dieses Mal haben wir sogar 6 Produkte in der Look Fantastic Beauty Box. Normalerweise hast du ja nur 5 drin. Das finde ich ganz toll, das freut mich. Von Naobei, Natural and Organic Origin Gentle Facial Toner, finde ich auch toll. Anti-Aging mit Raspberry, Marshmallow und Marigold Extracts. Das ist ja witzig mit Marshmallow. Ich finde die Verpackung schön, weil das hier oben halt so ein Holzdeckel quasi ist. Riecht sehr angenehm frisch tatsächlich, also nicht jetzt irgendwie süß, ich hätte jetzt eher so auf diese Marshmallow-Geschichte gehofft, aber Raspberry und Marigold, ich weiß jetzt nicht, was Marigold genau heißt, aber das überwiegt definitiv und du hast hier von der Öffnung her auch eine angenehme Größe. Ja, das gefällt mir. 125 Milliliter, das ist auch eine gute Größe, das ist toll. Denn damit deine Lippen wundervoll vorbereitet sind für den Lippenstift und du dann halt einen richtig tollen Kussmund am Valentinstag hast, gibt es hier auch noch eine Lippenmaske von Project Lip Mask. Prep the Pout oder the Pout Hydrating Smoothing and Collagen Infused Mask. Das ist so eine Lippenmaske. Ja, ne, sowas finde ich immer ganz fein. 15 bis 20 Minuten lässt man die drauf und das Ding ist, im Winter hast du halt einfach trockene Lippen, du hast trockene Haut, du hast alles trocken. Alles ist trocken, furztrocken, ganz furchtbar. Und deswegen ist so eine Lippenmaske da, glaube ich, auch mal eine ganz gute Geschichte. Und ja, feierst du eigentlich Valentinstag? Also, wir werden das tatsächlich, ist ja dieses Jahr auf dem Freitag, wir werden das in dem Sinne nicht wirklich feiern, aber es ist schon so, dass mein Freund und ich wissen, ja, es ist Valentinstag und dann nimmt man sich halt einfach Zeit füreinander und vielleicht macht man auch irgendwas zusammen. Aber wir sind jetzt nicht so, wir gehen jetzt klassisch essen oder wir schenken uns irgendwas. Ich glaube, dass ich irgendwie so einen Blumenstrauß oder sowas kriegen werde. Und für meinen Freund werde ich dann auch irgendwie so eine Kleinigkeit machen. Vielleicht irgendwie Werkzeug oder irgendein Xbox-Spiel oder so, keine Ahnung. Du kannst mir ja gerne mal deine Ideen für ein männliches Valentinstagsgeschenk unten in die Kommentare reinschreiben. Da kann ich ja mal gucken, was ich da so als Idee übernehmen könnte. Wäre voll geil. Genau, ich mache jetzt aber mal weiter mit dem Unboxing. Ja. Von Filokra, die Meso Mask, die hatten wir schon mal, die soll aber klasse sein. Smoothing Radiance Mask, das ist diese hier, 15 Milliliter sind in diesem Typchen enthalten, da kannst du einfach mehrfach das Produkt auch verwenden. Hatte ich, glaube ich, zweifach dieses letztes Jahr, also 2019, in den Adventskalendern drin. Ja, und jetzt habe ich sie nochmal in einer Beautybox drin. Das ist doch ganz nett. Masken und ich, wir sind so, ich verwende unfassbar viele Masken. Das siehst du auch immer in meinen Aufgebraucht-Videos. Ich habe keine Ahnung, ich liebe es einfach. Heute habe ich mir ganz schön viel Farbe ins Gesicht geklatscht, vor allem Foundation und Concealer, weil ich doch etwas aussah wie ein Streuselkuchen, um das mal so zu sagen. Und irgendwie,
Lust darauf hatte. Und manchmal braucht man das. Ich habe hormonell bedingte Rötungen im Gesicht, auch bekannt als ich habe meine Erdbeerwoche und habe ganz schön viele Pickel in der Fresse. Und ja, wenn du das Ganze mal sehen willst, keine Ahnung, folgt mir gerne auf Instagram. Da teile ich dann auch gerne mal so Bilder von mir, aber in der Story, keine Ahnung. Ne? Komisch. Komische Art und Weise, dir zu sagen, dass ich einen Instagram-Account habe, ne? Ja, herzlich willkommen in meiner Welt. Ja, das war tatsächlich hier die Look Fantastic Beauty Box für den Monat Februar. Hat mir gut gefallen. Man darf nicht vergessen, dass man für diese Box ja irgendwie so 17 Euro oder sowas bezahlt und wirklich coole Produkte dafür bekommt. Also richtig geil. Allein so ein Lippenstift von Illa Masca ist schon mal ziemlich viel wert. Das ist gar nicht mal so günstig, das Zeug. Ja, es sind 6 Produkte, die ich echt cool finde, wo ich sage, ich kann alles davon verwenden und werde nichts davon weitergeben, weil, ne, ich kann es verwenden. Ja, finde ich gut. Müssen nicht unbedingt Full-Size-Produkte immer sein, meine Meinung. Dafür habe ich halt lieber gerne diese kleineren Größen, wie jetzt zum Beispiel von dem Espa, das Body Oil, einfach um das mal halt testen zu können und um hochpreisige Marken drin zu haben. Dann ist es halt ein bisschen kleiner, aber es ist egal, finde ich. Ja, ihr Lieben, das war das Video, ne? Wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen dieses Mal. Wirklich, wirklich cool. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!